Das ist das Resultat, das sehr klar ist. Also klarer, weder, dass ich das noch erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich bin natürlich schon enttäuscht, wie viele andere auch, die jetzt eigentlich angestimmt haben zu diesem Reformpaket. Und ja, man muss es jetzt halt so nehmen, wie es ist, und muss es so akzeptieren. Die Bevölkerung hat das jetzt so entschieden. Es ist schade für die zweite Säule, die berufliche Vorsorge. Es wäre jetzt eine Chance gewesen, eigentlich, dort gewisse Entwicklungen, die wir heute haben in der Gesellschaft und generell ein bisschen anzupassen, für dort eine gewisse Stabilität zu geben für die Zukunft. Was natürlich auch noch nicht geholfen hat, ich will jetzt da nicht eine Ausrede suchen, aber da die Falschberechnungen für die AHV, die haben natürlich auch noch nicht gerade so in die Hände gespielt, oder? Das hat ein bisschen einen Vertrauensverlust gegeben in der Bevölkerung. Sagen doch, mit was für Zahlen kommen die da überhaupt? Stimmt das überhaupt? Und man hat irgendwie das Vertrauen verloren in die ganze Geschichte. Es ist ein mega Erfolg, ich bin sehr froh. Es ist ein Erfolg für die Kaufkraft, die Menschen. Und ja, jetzt müssen wir den ersten Säule verbessern und mehr Solidarität haben und vielleicht für den zweiten Säule weniger Banken haben. Und dann können wir sprechen. Und die Bevölkerung hat zweimal gesagt mit der AHV heute, dass die Renten müssen steigen. Und die Solidarität muss im Zentrum des politischen Spiels sein. Mhm.